Leute, Kramix hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf 30 Smart Hacks for Everyday Life reagieren. Ja, auf Deutsch übersetzt 30 krasse Lifehacks, die ihr im Alltag benutzen könnt. Ihr wisst es, Lifehacks bin ich der übelste Kritiker, also die meisten finde ich echt kacke. Heute wieder mit dabei, die Lifehacks-Expertin Mailin, höchstpersönlich. Hola. So, lasst mir mein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ab geht's. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil echt die meisten Lifehacks lohnen sich nicht so. Aber wir schauen da mal rein. Okay, hat hier irgendwie wie so ein Käsehobel, macht dann Wasser dazu. Ist das Käse? Ich weiß nicht. Ist das Kochen? Was hat er denn da gehobelt? War das Käse? Hat der jetzt flüssigen Käse oder was? Mann. Oder was war das denn? Ah, nee, das war Seife. Der hat sich quasi selbst. Alter. Okay, nee, warte, das war so ein Seifeblock und er hat es sich zu Flüssigseife gemacht. Ist eigentlich ein cooler Lifehack. Okay, was ist das? Aloe Vera oder so, ne? Alkohol kippt er rein, Aloe Vera und Alkohol. Ich glaube, Alkohol sollte man nicht ins Gesicht packen, das trocknet ja eher aus. Desinfektionsmittel ist das. Alter, Antiseptik-Gel. Ist das Desinfektionsmittel? Ich weiß nicht. Okay, ein vercrackter Wasserhahn, Leute. Mit Ketchup. Sieht deiner aus, wenn ich nicht da bin. Ja. Bei mir ist vielleicht verkalkt innen drin, aber nicht so. Hä, was? Ketchup ist ja die andere Meta. Okay, das wusste ich nicht, dass Ketchup sowas drauf hat. Ah, damit man die so besser ablegen kann, glaube ich. Na gut. ja, braucht man halt auf jeden Fall. Oh, Sushi. Echt? Ah, so rum. Trick 17. Butter zu hart ist. Ja, aber du hobelst es ja da nicht so drauf. Ja, voll umständlich. Butter streichen muss halt gelernt sein. Ah, so mäßig versiegelt, damit das. Ah. Sieht aus. Kannst du das so bunten Punkt rein? Ja. Ich finde, bis jetzt sind sogar heute eigentlich ganz gute Lifehacks mit dabei. Ja, wenn man es reinfüllen möchte, den Trick kannte ich aber schon. Kannst du das auch? Aha, Toastbrot verkokelt, die werden weggeworfen. Aber da kann man natürlich noch was mitmachen. Trotzdem nicht essen. Du würdest trotzdem nicht. Jetzt würdest du es immer noch nicht essen. Also Trick 17, Leute, um das Verkokelte da wegzukriegen, kann ich auch nicht so. Oh, mit einem Kletteisen kannst du dein Geld. Mit einem Kletteisen kannst du dein Geld ein bisschen wieder kletten, damit es aussieht wie frisch aus der Druckerei. Also ich finde, heute sind die Lifehacks wirklich gut, Leute. Okay. Ja, also das war jetzt unnötig. Also wäre so, wenn es nicht trinken kann, ganz los. Bauchtasche 2020. Einfach mal in den Tanga das Geld reinstecken, auf Stripper-Style angelehnt. An Unterhose. Food Size. Was war da jetzt so der krasse Trick dran? Hab ich das nicht verstanden? The fire doesn't cast a shadow. Feuer hat keinen Schatten. Interessant zu wissen. Good to know. Holder for fuel cap. Also ist doch klar, dass dieses Ding bei den Autos immer dafür da ist, um das da reinzumachen. Damit es nicht auf den Lachs vertragt. Hast du Bock auf Kuchen? Sollen wir gleich Kaffee und Kuchen essen? Ja. Okay. Kaffee, Klatsch. Ich muss ab und zu mal aufs Handy schauen, Leute, weil wir haben gerade Essen bestellt. Nicht, dass da irgendwie der Lieferant ist. So. Secret Section. Aha. Aber darauf bin ich jetzt gespannt. Darauf bin ich noch nie gekommen. Darauf bin ich auch noch nie gekommen. 3000 IQ-Move, Leute. Wenn ihr unterwegs eure Pommes isst, jetzt wisst ihr Bescheid. Zahnpasta in Seifenspender rein? Ist das dann ein Zahnpastaspender? Lauter Musik. Ah, okay. Okay, krass. Also wenn man das Handy ins Waschbecken reinlegt, hat man lautere Musik. Eigentlich gut zu wissen. Den Lifehack. Den mit T-Shirt? Ja. Was passiert hier? Na so, dass du dich nicht ausziehen musst, richtig, sondern so.
Krass, das kannte ich nicht. Das kennen, aber ich glaube, das kennt jede Frau. Ja, und dann holt sie da den Rest. Hä? Was macht die denn? Das ist, dass du wieder mehr Druck hast. Kleiner. Ah, ey, die hat das neu versiegelt. Krass. Ja, okay. Sieht halt aber auch kacke aus. Ach so, nee, nur um das kurz besser einzusortieren. Ja, zum Aufhalten von der Mülltüte. Ja. Jetzt Guacamole aus einer Avocado, ne? Oh, geil. Kann man machen. Yummy, yummy. Schönen Guacamole. Öl. Pancake Mix. Ach, in einer Kaffeemaschine kann man Pancake unten machen, weil das so erhitzt wird. Cool. Ja, aber könntest du? Boah, jetzt hab ich auch Bock auf Cupcakes. Meinst Pancakes? Pancakes. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Oh, krass, dann hast du nicht nur eine Augenmaske, sondern mehrere. Nicht schlecht. Nee, die hat das aus Wattepads gemacht. Ja, meine ich ja, aber da ist ja immer nur so ein Ding. Ach so, okay. Jetzt wieder ein Mülleimer oder was? Das ist ein Mülleimer, ey. Ja, okay, und jetzt? War das Mülleimerspender oder was? Loch in der Wand, Seife. Ah, mit Seife kann man das Loch in der Wand ausfüllen. Okay, das ging sogar ziemlich gut gerade. Einfach mal ein bisschen Käse hobeln. Käse in den Mixer. Ah, jetzt hat er hier Reibekäse. Ja, wild. Sehr, sehr wild. Scheiße. Ja, nee, die hat das nur gemacht, damit die das kurz da drauf kriegt. Aber da frage ich mich, wie lost ist sie denn, dass sie nicht mal kurz... falsche Creme verwendet. Long Shoestrings. Jetzt der Lifehack. Wenn eure Schnürsenkel zu lang sind, dann könnt ihr das machen. Wow. Ja, Alter, krasser Lifehack. Habe ich schon, wäre ich nie drauf gekommen. Schneidest deine Schnürsenkel dann immer ab, ne? Ja, genau. Okay. The number of reflections. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Jetzt sind ja schon wieder die Unterhosen-Lifehacks. Okay. Ich liebe Max in Englisch, by the way. Ja, dann sprichst du doch mal Englisch. Lest du doch mal die englischen Texte mal vor. Ich werd hier gemobbt. Ich bin hier der, der vorliest. Which side of irgendwas? Closed holes on the bottom. Open holes on the top. Ah, dann weiß man immer, wie das rum reinkommt. Ich weiß das auch nicht. Ich muss auch mal testen. Okay. Ja, von unten drücken, ein bisschen dumm. Ah, oder, okay. Dafür sind die da, ja. Ich habe immer von unten gedrückt. Hast du gewusst, dass diese Punkte dafür da sind? Wusste ich, ja. Nicht. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, wenn du eine Laufmasche in deiner Strumpfhose hast. Mit Nagellack oder Haarspray. Echt? Ja. Also kennst du den Lifehack schon? Ja. Ich wollte gerade sagen, dann reißt du nicht. Ach, muss man am Anfang machen, damit es stärker wird. Ja, genau. Aber man kann es damit nicht reparieren, wenn es dann soweit ist. Nee, du kannst nur, wenn du ein kleines Loch hast, zum Beispiel am Po von der Strumpfhose, machst du Nagellack auf und reißt es nicht noch weiter auf. Lifehack nicht mal. Ich hab auch einen Lifehack. Mach mal einen Lifehack-Kanal. Wenn ihr mal Strumpfhose seid. Das könntest du aber echt machen. Einfach Lifehacks testen. Du schaust die Lifehacks an und testest die, ob die wirklich funktionieren. Wäre echt voll cool. Leute, wer ist dafür, dass du nur noch mich siehst und nicht mehr? Wer ist dafür, dass Mai den Lifehack-Videos macht? Jetzt kommentieren. Flowers.
So, ich würde sagen, drei Lifehacks schauen wir uns jetzt noch an. Was macht sie denn da? Ja, okay, damit eine Schraube nicht so schnell rausfällt, einfach mit Haarspray. Na, ja, okay, normal. Dann sich eine ordentliche Tür kaufen. Dann ist es ja normal verklebt. Ja, ich glaube, das war nur ein Beispiel. Generell, dass Schrauben besser halten. Ricklet Curtains. Was auch immer das heißt. Bester Mann, ey. Aber um das wieder glatt zu machen. Ah, ich verstehe. Oder die Vorhänge bügeln. Oh, das interessiert mich jetzt echt mal. Das passiert mir. Ich verstehe nicht die Leute bei den Anna und der Reißverschluss auf. Bei mir passiert das auch nie. Ja, bei mir. Alles mit Haarspray hier. Einfach mal ein bisschen Haarspray auf die Mumu sprühen und dann passt es. Also wenn euer Ding immer aufgeht, dann einfach Haarspray drauf. Einfach, Haarspray ist die Lösung für alles, Leute. Einfach Haarspray. So, in dem Sinne würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich fand, es waren wirklich ein paar gute Lifehacks mit dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob Mylin auch mal Lifehacks aber das wird dann so eine Stummschalt. Wie meinst du? Ich rede kaum. Dann musst halt ein bisschen reden dann, ne? Sagst, wir testen jetzt den Lifehack und dann testen wir den. Lasst jetzt alle ein Like und ein Abo da. Checkt gerne noch meinen Gaming-Kanal aus. Folgt uns auf Instagram. Dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.